darf man in der Fastenzeit sogar essen. Hallo bei 9,5 und frohe Weihnachten. Ja, ich weiß, es ist schon Januar. Tatsächlich aber feiern viele Menschen erst am 7. Januar Weihnachten. Nämlich orthodoxe Christinnen und Christen. Was das ist, das orthodoxe Christentum, das habe ich mir mal genauer angeschaut. Dafür war ich vor ein paar Wochen in Duisburg und habe hier eine orthodoxe Kirche besucht. Von außen kann ich erstmal nichts Besonderes entdecken. Wie es innen aussieht, zeigen mir gleich Dimitrios und Georgios. Hi, ich bin Lua. Hallo, ich bin Dimitrios. Hi. Sie sind Zwillinge, 13 Jahre alt und Mitglieder der griechisch-orthodoxen Gemeinde hier in Duisburg. Gleich beginnt ja der Sonntagsgottesdienst. Gebt ihr mir noch eine kurze Führung davor? Machen wir gerne. Am Eingang zünden Dimitrios und Georgios Kerzen an. Damit bitten sie darum, dass Gott auf ihre Familie und Freunde aufpasst. Außerdem gedenken sie so dem bereits Verstorbenen. Sag mal, was hat das denn mit den Bildern auf sich? Warum habt ihr die gerade geküsst? Also das sind Ikonen und mit dem Küssen verehren wir die. Und was genau sind Ikonen? Ikonen sind Gemälde von heiligen Personen. Also Ikonen sind Bilder von zum Beispiel Jesus oder Maria. Oder auch von den Aposteln Petrus und Paulus. Das sind nämlich die Schutzheiligen der Gemeinde. Für orthodoxe Christen sind Ikonen nicht nur Abbildungen von Heiligen, sondern echte Vorbilder. Auch im Kirchenraum entdecke ich überall solche Ikonen. Sag mal, was ist das denn für eine Wand? Also diese Wand nennt man Ikonostase, weil hier ganz viele Ikonen sind. Was ist dahinter? Dahinter ist das Jiro, also das Altar. Okay, das heißt, wenn der Gottesdienst anfängt, dann geht die Tür auf und der Vorhang weg und man kann aber alles sehen, was da passiert? Ja. Am Altar bereitet der Priester die Kommunion vor. Und das hier ist halt der heilige Eingang. Hier durchgeht der Priester und an den Seiten immer die Messdiener. Gleich beginnt ja der Gottesdienst und ich habe gehört, ihr habt auch eine Aufgabe. Ja. Was macht ihr denn? Wir sind auch Messdiener. Deshalb müssen sich die beiden jetzt umziehen. Und ich suche mir schon mal einen Platz in der Kirche. Dann geht's auch schon los. Die Tür der Ikonostase öffnet sich und da ist der Priester. Michail Chalkiadakis verteilt Weihrauch und beginnt den Gottesdienst auf Altgriechisch. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Viele Gemeindemitglieder kommen ursprünglich aus Griechenland. Manche Teile des Gottesdienstes sind aber auch auf Deutsch. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Priester steht häufig mit dem Rücken zur Gemeinde, weil er seine Gebete in Richtung Altar spricht, also zu Jesus. Und da sind auch Dimitrios und Georgios in ihren Messdienergewändern. Zwischen ihnen steht ihr Bruder Ioannis. Die Messdiener begleiten den Priester zum Beispiel dann, wenn er das Evangelium durch die Gemeinde trägt. Das Kreuzzeichen machen christlich-orthodoxe übrigens von rechts nach links. Also andersherum als katholische und evangelische Christen. Ein besonderer Moment im Gottesdienst ist der große Einzug. In den Gefäßen da sind Brot und Wein. Die Gläubigen drehen sich immer dem Priester hinterher. Denn der Wein und das Brot symbolisieren das Blut und den Leib Jesus. Und die Gemeinde verneigt sich sozusagen vor Jesus. Das ist mein Leib. Das für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünde. Während der Priester die Gaben für die Heilige Kommunion segnet, gibt es für euch noch ein paar Infos zum orthodoxen Christentum. Das Wort orthodox kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt strenggläubig. Denn die orthodoxe Kirche sieht sich selbst als die ursprünglichste Kirche, die den Lehren von Jesus am nächsten steht. Früher gab es keinen Unterschied zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. Doch über die Jahrhunderte entwickelten sich die Kirchen in Ost und West auseinander. Im Jahr 1054 trennten sie sich schließlich voneinander. Im Westen von Europa gab es die katholische Kirche, im Osten die orthodoxe. Besonders viele orthodoxe Christen gibt es heute zum Beispiel in Russland, Serbien, der Ukraine, Rumänien oder in Griechenland.
Je nach Land heißt es dann zum Beispiel griechisch-orthodox oder russisch-orthodox. Auch wenn diese einzelnen Kirchen sich in ihren Traditionen voneinander unterscheiden, haben sie den gleichen Glauben und die orthodoxen Christen der verschiedenen Länder verstehen sich als eine große Gemeinschaft. Zurück zum Gottesdienst. Der Priester verteilt die gesegneten Gaben an die Gemeinde. Mit einem Löffel bekommt jeder ein Stück Brot, das im Wein schwimmt. Alle, die orthodox getauft sind, dürfen die Kommunion empfangen. Nach dem Gottesdienst warten Papa Evangelos und Johannes vor der Kirche auf uns. Die Familie hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Es ist ein paar Wochen vor Weihnachten, deshalb soll es zu Hause auch schon etwas weihnachtlich werden. Wir backen gemeinsam Plätzchen, Melo Macarona. Das sind griechische Plätzchen aus Olivenöl, Mehl, Honig und anderen Zutaten. Den Teig füllen wir mit gemahlenen Walnüssen. Sag mal, Plätzchen backen gehört in Deutschland ja so mit zu der Adventszeit dazu. Gibt es bei euch auch eine Adventszeit vor Weihnachten? Also bei uns gibt es nur die Fastenzeit. Wir fasten dann immer 40 Tage vor Weihnachten. Und was bedeutet die Fastenzeit? Also dann dürfen wir keine Fleischprodukte, also keine Tierprodukte, auch nicht Milch und so essen. An diese Fastenregeln hält sich Papa Evangelos sehr streng. Aber die Kinder halten es meistens etwas lockerer. Und fastet ihr auch 40 Tage lang? Wir fasten, aber nicht auf diese Sachen. Wir fasten zum Beispiel auf unsere Lieblingsgerichte. Also ich zum Beispiel jetzt auf Süßigkeiten. Also ich faste auf Milchprodukte. Also ich faste auch auf Süßigkeiten. Aber jetzt die Plätze, die wir backen, die sind doch okay, oder? Ja, die darf man in der Fastenzeit sogar essen. Denn es sind ja keine Milch, Eier oder Butter drin. So. Während die Plätzchen im Ofen backen, kümmern wir uns um den Weihnachtsbaum. Den stellt die Familie immer ein paar Wochen vor Weihnachten auf. Sie feiert übrigens genauso wie die katholischen und evangelischen Christen am 25. Dezember Weihnachten. Du musst mir da mal was erklären. Das heißt also, ihr feiert am 25. Dezember Weihnachten, aber orthodoxe Christen feiern ja eigentlich am 7. Januar. Warum ist das so? Feiert ihr dann zweimal Weihnachten, also im Januar und im Dezember? Also manche orthodoxen Kirchen feiern am 25. Dezember und andere feiern am 7. Januar. Also zum Beispiel die griechisch-orthodoxe Kirche feiert im Dezember und die serbische oder russische im Januar. Der Grund dafür sind unterschiedliche Kalender. Viele orthodoxe Christen, wie die Russen oder Serben, feiern am 7. Januar Weihnachten, weil sie ihre Feste nach einem alten Kalender feiern, dem julianischen Kalender. Der unterscheidet sich von dem Kalender, den wir in Deutschland kennen, dem gregorianischen Kalender. Der julianische Kalender ist diesem quasi 13 Tage hinterher. Deshalb entspricht der 7. Januar dem 25. Dezember in unserem Kalender. Die griechisch-orthodoxen Christinnen und Christen zum Beispiel haben den gregorianischen Kalender irgendwann übernommen und feiern nun auch am 25. Dezember Weihnachten. Und wie feiert ihr denn Weihnachten? Am 25. Dezember essen wir bei unseren Großeltern und am 7. Januar rufen wir in Serbien bei unserer Verwandtschaft an. Und dann gratulieren wir ihnen. Aus Serbien kam nämlich die Familie von Dimitrios Mama. Und für die ist Weihnachten eben im Januar. Jetzt sind die Melo Macarona endlich fertig und bekommen noch einen Walnussüberzug. Dann lassen wir sie uns schmecken. Sind die gut geworden. Vielen Dank euch, dass ihr mich heute mitgenommen und euren Glauben gezeigt habt. Das war echt ein richtig, richtig schöner Tag. Und allen, die am 7. Januar Weihnachten feiern, wünschen wir frohe Weihnachten! Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir naschen jetzt weiter.